Wir sind lauter KI-Maschinen aufgestellt. Warte, ich trinke mir auch noch Mut an. Aber die 111 Ich werde mal hier parallel zu den Bombern starten, auf deren rechten Seite. Ah, okay, okay. Ich sehe hier noch eine, da war da gerade eine, Vorsicht, eine 109. Ich sehe dich, Vorsicht, ich wollte schon sagen, hier sind einige Bodenobjekte, Vorsicht. Ich versuche mich nicht in den Flak einzubauen, ZB. Okay, Rakete. Na dann, auf den endlosen Sieg, wa? Ja, ich mache ebenfalls mal Rakete, aber stark links auf dem Feld. Mochi Rakete. Solo. Ich glaube, du tust dir aber leichter, wenn du außerhalb fliegst, oder? Nee, ich fliege langsam, fliegen habe ich ja kein Problem. Weil ich bin auch Umweltfreund und deswegen will ich ein bisschen Sprit sparen. Da ist in der nee, ich meine außerhalb von der. Also auf meiner rechten Seite sozusagen. Ja, auf der Außenbahn, ne? Aber nee, genau. Doch, ja, kein Problem. So kann ich doch ein bisschen weniger. So kann ich. Ne, okay. So guys, ich I see you on the high hill with us flying, yes? Repeat, please. I see a Steiger. Yeah, he's in the banker as well. Yeah. Right. Okay, his position will be on the my right wing. He's already there. Copy. We will dive with formation 2K10s, Vic 3. He's in first Ketan on the right. Bombers taking off. Ja, der erste Henkel rollt. Ja. Ich werfe auch schon mal einen Blick runter, ob alle in die Luft kommen werden. 2, 3 rollt. 4 rollt. Schön. Solo. Ja gut, Steiger, enttäuscht uns nicht. Du hältst die Bomber-Ära des Wirt G4 hoch. Naja, was anderes kann ich ja auch nicht. Ja. Aber da, du musst ja auch nichts anderes können. Nur das, nur die beiden Motoren am Laufen halten. Rostock reporting, we see contrails 3 o'clock from Bombers. 4 o'clock from Bombers, contrail. Ja, ich sehe da einen hohen Kontakt auf unserer, ja. Ich drehe mal über Rolf, ja, da kommt ein hoher Kontakt herein, stimmt. Ein einzelner. Oder zwei Kontakte sind hier hoch. Das könnten aber die Meier-Leute vielleicht sein. Also ich hatte hinter mir eine 109, die scheint ja doch mal ganz zu sein. Ich hab mal herumgedreht, ich überfliege gleich die Bomber. Ah, da stürzt irgendwas, aufpassen. Ja, Spitfire. Okay, na, wenn wir erstmal der nicht abfangen können. Gunner reports, Spitfire, Fire Clock. Spitty hat aber schon 6. Ja, aber der kommt nicht dran, oder? Ich glaube, wir müssen rein, Karaya. Ja. Der kommt gleich an den Bombern dran. Spitfire is coming into the bombers. Und auch jetzt werde ich es nicht mehr schaffen, war leider zu spät. Naja. Hätten wir vorher sozusagen ihn abschneiden müssen. Ja, das ist das Problem halt, wenn die der so reinstürzen. Der 109 vor uns, gut, der könnte es noch schaffen. Baller mal bitte, wenn einer von uns ist. Sagt jemand, dass er auf der linken geht? Genau. Fuck, das war schlecht gemacht von uns. Das war nicht gut. Hat abgelassen? Ja, naja, steigt wieder hoch. Kommt er vielleicht bald wieder. Ich bleib erstmal dran. Ja, mach das. Ja, ich glaube, weil das keiner jetzt mehr Energie verteilt, oder? Vor mir ist noch einer. Naja, der schießt aber okay. Ja, aber ist noch so weit weg. Dann, achso, dann ich bin unter dir. Mehr oder weniger. Ihr seid alle jetzt. Ja, Vorsicht. Ich will mal ein bisschen raus. Ja, ich gehe da auch raus. Jetzt müssen nicht irgendwie vier Leute an einer Speed hängen. Ja, naja, vor allem will ich ein bisschen Höhe machen, weil lang wird es nicht dauern dann.
Ja, Vorsicht, das sind jetzt 309er dahinter und zwei davon sehr nah beisammen. Ich bin raus. Also ja, ich bin immer noch hoch auf der 8 Uhr der Bomber. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ja, anscheinend die wird gerade runtergedrückt, also wenn es so schnell kommt, denke ich nicht mehr ran an die Heinkel. Karai, sagst du mal kurz, wo du bist? Ich bin auf dann direkt auf der 9 Uhr der des Führungsschwarms. Ja, ich bin jetzt auf 65, genau, ich habe jetzt, ich mache Rolf Rieser. Ja. Ein Bomber ist tiefer abgefallen. Noch mehr Kondens bei uns kommt auf der 10.9 Uhr jetzt der Bomber. Victor, Sicht. Zwei Speedies. Oh Gott, sind die hoch. Ja, zwei Speedies. There's more Spitfires. 9 o'clock high of the bombers now going into the rear. Yeah, very high contrailing. And watch out, one Spitfire just comes down from contrail about to shoot. Ja, die geht schon wieder hoch. Die kann ich angehen. Naja, ich habe nicht die Energie dafür. Ja, ich bin mir auch zu wenig, der kommt auf jeden Fall nochmal rein. Ich muss fast selber auf eure 6 auf übrigens. Jetzt ja, das ist der Scheiß bei der Map, weil die alle halt extrem hochfliegen mit ihren Scheiß 2 aus. Ja, haben wir doch schön Radar und so. Speedy kommt noch schon wieder in die Bombe rein. Ja, ja, es sind halt mehrere, es wird fast auf eure 6 auf, wie gesagt, das sind halt zu viele hier um. Ich fall mal auf die drauf, die jetzt in den Hintergrund. Jet Spitfire. Ich hab geschossen, ich hab 6. Ja, danke. Ja, ich bin tot. Ach komm. Okay, ich hab drauf gekriegt, ein Motor fällt aus, verletzt. Ja, ja. Ich glaube nicht, dass wir sind so viel, es sind 5, 6 Pfeile da, 6, 7 Pfeile oder so. Daneben? Ja, das war's für mich, ne? Na, scheiße. Eine Spitze hängt wieder vorne dran, an der Führung, an dem Hinterrand. Kommt die nächste rein, die nächste kommt. Ja, ja. Passt auf eure 6, wie gesagt, auf. Nächstes Feld drin. Hinter uns kommt auch noch eine Speedy Level rein. Ah, die hängt an mir, scheiße. Ah, ich sehe dich, ja, Victor. Ja, ich bin auf deiner bei den hinteren Bombern dran. Halt drauf auf die Speedy gleich. Ja, hängt an mir. Ja, ja, er muss was machen, aber ich komme gleich hinter. Ich weiß nicht, ob ich rankomme, das ist das Problem. Wenn du andrückst, werde ich definitiv nicht rankommen. Okay, ja, hat abgelassen, den Fall. Er hat abgelassen, ich halte ihn mal unter Druck. Hab nur mal geschossen, um ein bisschen Angst zu machen. Na, scheint zu wirken, er drückt an, ich gehe mal raus. Hat gerade stark angedrückt. Ja. So, ich gehe wieder zurück zu dem Bombern, Karaya. Ich versuche nochmal auf deine Speedy zu gehen, weil er steckt gerade wieder Richtung Bomber. Hoch, ja. Da kommt eine 109 auch dahinter rein. Ja, fuck, einfach zu viele. Zu schnell hintereinander sozusagen. Naja. Liegen ja noch Bomber, alles gut. Ja, ja, klar, aber. Ja, Wilmington ist eh schon in Sichtweite, Gott sei Dank. Ja. Ich, genau, ich bin auf so deiner irgendwie 2 oder so. Ich überflieg gerade wieder die Speedif, die du angegangen hast. Ja, ja, die ignoriere ich aber gerade, ich lass dich da allein, ja. Pass bitte auf dich auf, weil ich will versuchen, wieder zu den Bombern zu kommen. Er stürzt gerade rein. Ein Bomber verliert schon Höhe. Ich glaube nicht. Alles gut, ja. Ja, wird schwer werden, aber naja, vielleicht schaffst du es ja. Kennst du noch bei den Bombern auf der 3? Ja, bin ich. Ja, gut, 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 gut. Sehr schön. Okay, ja, die Speedies haben wir gesehen. Ich bin raus, ich steige wieder Richtung Bomber. Ich weiß auch nicht, wo die alle hin sind, ehrlich gesagt. Ja, weil wir haben die definitiv nicht abgeschossen. Nee. Naja. Ich weiß nicht, ob Mozzi vielleicht auch eine weg... Aber du, die hat das Pilot gegen Mozzi direkt, oder was? Victor, ja. Ah, okay, okay, ja. Von Moose. Das hat keine 2 Sekunden gedauert. Naja, ah, ja, ich habe gerade noch gesagt, check deine 6, weil ich kam der Füll aus der 6, gell? Natürlich. Schön von oben runter. Ich habe es nur noch versucht abzudrehen, aber. Ja. Nee. Okay, ich sehe im Moment nur 109er, die hier folgen den Bombern. Ja, in der 6. Bomber, aber ganz tief, ist eine einzelne Speedy, aber der ist die ganze Zeit total in der Defensive und drückt immer runter. Ja, genau, den kann man später immer noch wegpflücken. Ja, der ist jetzt fast an Deck. Ja, ja, danke. Ich steige jetzt wieder Richtung Bomber, ich bin auf 40 hinter dem letzten Bombern. Ja, Victor ebenfalls, auf 60 aber bei mir schon. Schau mal, ob ich dich sehe.
Oder noch einen zweiten Ausfall. Ich bin mehr oder weniger, ich bin gleich unter dem Bomber mit ja, Wasserleck. Ah ja, okay. War also ein Motor wäre schon ganz gut gewesen, Steiger, gell? Ja, ich halte mich ja wacker mit einem Motor. Achso, ich dachte mir, der zweite ist auch ausgefallen. Nee, nee. Nee, unter mir ist noch jemand, sehe ich gerade, die fällt auch aus. Ja, fuck, ja. Grad 2. Ich verstehe nicht, wo die alle hin sind, ehrlich gesagt. Das nee, keine Ahnung. Gar nicht, wo da waren ja irgendwie ein halbes Dutzend Speedy, oder? Ja, ja, klar, 6 oder 7 ist soweit. Naja, keine Ahnung, wo die hin sind. Ja. Ja, die sind beschossen worden, wir haben da nicht noch was getroffen, die hat den Wecker drückt nach unten. Ja, wobei so schnell sind sie auch nicht auf 5000. Nee, nee, auch nicht. Ja, 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 aber. Ja, da kommt wieder ein Speedy ran, auf 5 Uhr gemeldet. Oh, fuck, 5 Uhr. Oh ja, hinter okay. Den Bombern. Selbe Höhe der Bomber. Das ist eine Speedy, 5 Uhr. Schützt gerade einer rauf, oder? Ja, ich lese. Schützt gerade einer rein. Also eine 109 hängt schon dran, meine ich, und eine zweite geht auch. Ja, die geht auf den auf. Einen, die Speed geht auf den Bomber, ja, der ja, dann hinterher mit hängt. Bomber mit dem Wasser. Genau, ja. Ja, ich, ja, was mache ich? Lass überlegen, was macht der? Geht er durch, oder? Okay, er fliegt aber durch zu den vorderen, ich stürze mal rein. Ja, der fliegt durch. Ah ne, oh, jetzt dreht er rum. Jetzt dreht er rum, ja. Ja, ich lasse ihn erstmal. Da ist noch eine Speedy hinter dem, Bomber, der da vorne zieht. Einbrecher, ja. Die Energie, der hat. Ja, ich orientiere mich mal wieder zu den vorderen Karaya, ja, aber du kannst gerne okay. Hinten angehen. Ja, ich versuche den mal einzuholen. Da ist eine 109 dahinter, aber die kommt anscheinend nicht schnell ran. Ja, ich sehe es, okay, ich sehe es. Fuck, fuck, fuck. Ja, aber ich vertraue dir, das packst du für dich wieder vor. Spitfire, 6 o'clock. Ja, boah, der lasst doch wirklich sehen. Nicht ab. Ich habe die Spitfire gerade beschossen, ja, ja. Und wirklich dem den Arsch voll gegeben. Da ist eine Tiefe dran, eine tieferen, ja? Seid ihr dran an dem? Ja, da ist an noch eine, da ist noch eine, zweite. Bomber, vorne nicht, vorne musst du machen. Ja, ja, da ist noch eine zweite Speedy. Ah, der unten sind die Tiefen, jetzt sehe ich der. Der leider braucht bei mir dauernd. Da ist aber 109 jetzt dabei. Die geht gerade rein, okay, die geht rein. Ja, ich bin jetzt auch schon ziemlich getroffen, jetzt vom Wasser. Die bleib bei den dreien. Warte. Fast gerammt. Steiger, was tut das wohl? Caruso 320. Okay. So, gut aufpassen. Wie gesagt, hier können auch weitere dazu kommen. Und ich fliege heute ziemlich scheiß leider zusammen. Was so die Positionierung betrifft. Ja, denk an die zweite Speed, die da hinten bei euch, bei dir war, Karaya, gell? Ich ja, ja, ich sehe sie. Wegsnackt. Die will sich wieder von hinten an den Bomber mit der Fahne dranhängen. Ja, 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 da bin ich zu weit vorne jetzt mit dem vorderen, okay. Also. Ja, jetzt bitte, kommt jetzt wieder rein. Ah, die hat aber schon ihren Verfolger gesehen, da ist nämlich noch eine 109 dran. Bomber müssen ja nur die Bomben auslegen, dann sind es ja eh leere Höhlen. Oh. Ja, dauert halt immer lang, Burrito, da ging übrigens einer runter. Oh, irgendeiner mit dir hat sich auch getroffen gehabt. Kann aber nicht viel gewesen sein. So, die Bomber vorne dürfen jetzt schon werfen, langsam. Zwei weitere 109er dabei, gut. Oh, jetzt hat sich einen anderen Motor auch getroffen. Na fuck. Hast du eine Speedy bei dir, oder? Warte. Warte, ja, ich hab grad 6, ja. Ja, hat aber weggebrochen. Ah. Ist wieder frei. Die untere Bombe hängt in der Flakhülle. Ja. So, meine Bombe geht auf den Flugplatz. 1 Uhr meldet Rostig. Was, Kontakt, oder? Nee, die müssen ja schon am Ziel sein, oder? Kann nur am Boden sein. Ja, ja. Schön. Ah, schön, schön, schön. Sehr schön. Der Treffer. Noch, füllt sich da unten aus. Bababab. 8 Tipps, was ist denn jetzt los? Vom Flak. Jawohl! Sehr schön. Ja.
sag mal, ihr motiviert mal ein bisschen die Rostig-Leute. 109 unten. Was haben wir denn da? Ah, den Bomber, der abhaut, einzeln. Wie wird denn euer Abflugkurs sein von Wilmington aus? Rostig, what is going to be your departure course from Wilmington? Right now I want to try to see the target overhead and then somewhere to mark his west. Roger that. Dann schön den anderen weiß ja, möglichst eine Segelstellung tun, wenn es noch geht. Und, ja, das ging nach Motor. Kühler, ja, sehr gut, sehr gut. Das hilft natürlich. Deswegen bin ich auch optimistisch. Ja, das hilft extrem, gell? Und die Heinkel kann ja eigentlich, wenn sie sonst nicht zu sehr befähigt ist, so mit Löchern und so, dann kann die ganz gut auf einem Motor fliegen. Das heißt, zumindest. Ich bin jetzt noch immer über Wilmington Flugfeld und stürzt gerade eine Speed an. Gerade wollte ich sagen, dass auch eigentlich da keine neue mehr starten dürfte jetzt, aber... Ja, die war schon in der Luft. Ja, wir sind eben jetzt ein gutes Stück nördlich, ist das hier über Land noch, oder ja, da näher so nordöstlich. Es dreht sich weg. Ja, die Bomber werden, ich wüsste so bei, hätte ich jetzt gesagt, Hastings, Wechsel Hastings. Ja, ich komme mal da mit vollem Karacho hin. Ich habe gerade nochmal im Vertikalsturz geschossen. Ja, kennt sich befürchtet, wenn jetzt Treffer irgendwo gelandet. Ja, auch ist aufgesprungen. Feindlich starten, gell? Also ich denke mal, da werden die nächsten herkommen. Korridor. Ja. Attack Pro Armies. Ja, den Nachmittag dann auf jeden Fall was, gell? Ja, das ist der Wortlied, da wäre sehr schön. Ich bin einfach nicht mehr im Training, da geht sofort der Puls hoch. So. Das ist die 109, die dich gerade angeflogen hat, oder? Steiger. Nein, war die 109, die hat mich hier gerade abgeschossen, fast abgeschossen. Schon eine 109. Gunner report on Spitfire, 9 o'clock. Ja, die ist tot. Kannst ihm sagen, die ist tot. Ja, die ging gerade auf, stürzte gerade runter. Wir haben aber in der, was ist das, 7 Uhr Test, ziemlich tief haben wir noch mehrere 2 Kontakte, aber noch weiter weg. Egal, ich bin nur ein Emendo, weil alles weit weg. Freiburg, guten Abend und ein frohes Neues. Hallo Freiheit. Oh, vielen Dank. Ich bin unschuldig, Freiheit. Die Russen konnten die Uhr nicht lesen. Also sorry, 9 Uhr. Es ging um 7 Uhr von offiziell los, ging dann ein bisschen später erst los, aber... Steiger, ich komme runtergestürzt. Der erste Flug ist halt aus. Rum sozusagen. Ja, mein Höhenruder ist weg. Der hat sich gerade reingerammt bei dir, lol. Ach nee, ja auch, wirklich? Ja, aber ich hab irgendwas abgerissen, meine Maschine gefunden, wa? Höhenruder ist für ein Idiot. Ein richtiger Pro. Stimmung auf Vollanschlag. Ich dachte, der hätte vorhin so schön funktioniert. Ja, mal tut das nicht. Jetzt sind wieder alle Regler am Schubregler. Ich bin jetzt wieder. Da geht das Fenster auf, geht Fenster zu, Motor geht an, Motor geht aus. Ich habe ja denselben Freiheit. Ich hatte Probleme mit der Trimmung, aber nicht bei der 109, nur bei allen anderen Mustern, komischerweise. Ja, ich habe es jetzt hier bei der 109, ich sehe auch hauptsächlich. Bei BOS ist mir das schon aufgefallen, nur da wusste ich nie, weil ich so selten fliege, ob die Knöpfe auch richtig belegt sind oder ob ich es wieder mal geändert habe. Nur hier nur bei Cliff bleibt das ja immer gleich und ja, das nervig. Jetzt habe ich gerade Gas gegeben und der Motor geht aus. Dann will ich das Fenster aufmachen, dann geht das Licht aus im Flugzeug und so weiter alles. Ich habe auch schon bei Amazon angerufen und ich soll ja erstmal mit dem Hersteller selber Kontakt aufnehmen. Keine Ahnung.
Deswegen, ich bin gerade hier in der Software drin, ich habe die Software runtergeladen. Die sagt, alles ist okay, aber trotzdem funktioniert es ja nicht. Ne? Ich weiß, man sollte es nie machen, aber hast du mal in Erwägung gezogen, ist einen anderen USB-Port zu versuchen? Nee, habe ich noch nicht. Keine Ahnung. Wie ging das nochmal jetzt? Oh, der kommt mir entgegengestiegen. Sehr schön. Macht das doch. Vielen Dank. Dann rasieren weg. Bombers now taken off. Ich komme von oben rein. Will ich stützen? Okay, ich drehe zurück und gehe lang. Oh, fresh off the bar. Ach, bist du bei dem Stanzler-Fort? Nee, klar, ich bin mit dem Stanzler-Fort. Treffer. Du hast den Platz erwischt. Sehr schön. Oh. Oh, der unterfliegt mich gleich. Bist du nochmal drauf, oder? Ich schau mal, was er macht. Aber der hat eigentlich ganz gut gefressen. Oh, ich geh trotzdem nochmal runter. Ich flieg ab jetzt, ja. Ja. Ah, der stürzt. Ah, der stürzt, ja, ich bleib oben. Ich habe hier einen hohen Kontakt, wahrscheinlich auf 55 plus etwas inland von dem. Fliegt zur Küste. Ah, eine Speedy stürzt hier, glaube ich, auf uns rein. Aufpassen. Oder nee, stürzt auf eine Hurricane. Ja, Hurricane ist das stürzt. Der, genau. Ist auf eine 109 hier gestürzt. Hinter und über uns auf 40. Eine Hurricane. Ja. Ich bin blind. Direkt, also nördlich von Hawkins. Ich gehe gleich nochmal rein. Oder, nee, das ist nicht Hawkins, sorry, Lim ist das. Wir sind ja Lim. Das ist ein, ja, 109 ist ein Bedrängnis. Oh, da hat eine 111 noch Fahrwerk draußen. Ist wieder in der 111-Steiger? Ja. Ja. Aber nicht die mit dem Fahrwerk. Nee. Hurricane verpisst sich anscheinend. Weil ich sehe Cats rankommen. Ja, das sieht dich, glaube ich. Ja, der hab ich gesehen. Ah, vorbei, raus. Er ist geschossen. Ja, jetzt fahr weg immer nach draußen. Bin vor der. Vielleicht ist er nur ein Grafikverfehler, aber so wie der in der Luft hängt, glaube ich, hat das noch draußen. Ich steig gerade in ihn rein, aber ich weiß nicht, ob ich hier einen Schuss bekomme. Wobei, wenn er so weit fliegt. Na, er kämpft doch. Er fliegt mich jetzt gerade. Geh nochmal rein. Wer ist vor mir? Ozi, wa? Ich bin, glaube ich, vor dir. Negativ. Selbe Höhe wie die Hurricane. Ja, ja, ist vor mir. Ich muss noch ein paar Meter steigen. Ich überhole dich gerade. Da kommt jetzt noch eine. Ja, das ist keine Herausforderung, mich zu überholen. Ich bin ziemlich lahm unterwegs. Arsch, er kurft weg. Ich gehe rechts rauf. Ja, ich bin hinter ihm noch. Raus. Achtung, jetzt halt jetzt zu dritt in dem. Ja, da ist noch eine 109 dran. 309er an der Hurricane dann. Was nochmal? Jetzt ziehe ich mich aber raus, ja.
Ja, die Heinkel sind jetzt erst auf Abzugkurs übrigens von Liebe Crew aus. Also, dauert noch lang, bis sie in Brennpoint ankommen. Die 190 hinterher, pass auf, der hängt jetzt. Die höre ich meine. Jetzt hat er 6. Torido. Treffer. Ja. Vielleicht auf eine 21er. So, war das die sofort eingeschlagen war oder war das eine andere? Nee. Ja. War eine Hurricane. Ja, nee, gerade hat er nicht richtig gegeben. Ah, nee. Ja, das war eine andere. Ach, die irgendwie ganz komisch. Ja, okay. Wo ist denn die Hurricane hin? Ist die gerade runtergestürzt? Die ist runter, ja. Ah ja, die schwingt zum Platz runter. Ich würde einmal noch reinstürzen, meine letzten 20er loswerden und dann verpiss ich mich nach Frankreich. Ja, ich sag ja, dass 20 MG-Kanonen jeweils für die nochmal angedrückt. Macht der Luftkampf hier Spaß. So, raus nach Frankreich. Sehr entspannt, gell? Wobei, wie gesagt, eben gegen mein Puls trotzdem ziemlich hoch. Ja, schon, aber man weiß wegen halbwegs, was passiert. Ja, ja. So. Nur alle laufen. Ja, eigentlich schon. Ja, eine Runde geht noch, oder? Ich bin jetzt im ändern Flug auf Marquis. Nee, ich jetzt, das war mein. Erster und letzter. Ja, man hört. Fühlst du dich durch die Abschlüsse nicht schon viel, viel besser jetzt gerade? Wieder viel wohler? Ja, nur 5 Seelen aus dem Leben geschossen. Das du hörst, also, deine Tochter ist auch nicht zufrieden. Nee, genau. Oh, das war krass, dass der Feind nicht da abgefasst wird. Ah. Ja, bisher nur Halbzeit. Wer ist da gerade auf Marquis gelandet? Karaya. Ah, okay. Ich gehe jetzt über die Sorry. Ist der Bahn los? Refuel complete in 5 Minuten, wollt ihr mich verarschen? Da kann ich respawnen. Respawn and rearm? Ja, wenn ihr da das Refuel Rearm machen könnt, dann macht's ruhig, gell? Weil dann, ich glaube, der 5 Minuten dauert nur das Refueling, dann habe ich noch nicht rearmt. Ah. Oh, krass. Wobei, da waren nicht viele Flugplätze, glaube ich, da oben, gell? Ja, das sehe ich jetzt auch. Wie schön. Ja, ja.